Also zuerst einmal sage ich, dass ich hier in einem wunderbaren Raum stehe und meine Bilder überhaupt noch nie so schön gesehen habe. Ich bin ganz glücklich über meine farbigen Flecken, die hier in dieser sogenannten Kapelle sind, weil ich kenne die Arbeiten eigentlich immer nur im Atelier, wo die Farben herumstehen, wo Unordnung ist. Aber natürlich ist das Atelier, das ist eine eigene Welt, weil da macht man die Tür zu und beschäftigt sich nur mit sich selbst. Sehr schön. Na, ist nicht immer erfolgreich, aber oft. Martha Jungwirth zählt zu den international bedeutendsten österreichischen Künstlerinnen. Sie pendelt in ihrer Kunst zwischen Abstraktion und einem Angebot, das sie aus der gegenständlichen Welt nimmt. Es sind vor allem die Farbformen, die Farbflächen und die Linien, die sie interessieren und die sie mit den unterschiedlichen Materialien, ob Aquarell oder Ölfarben, aufs Papier bringen möchte. Heute in der Früh habe ich im Radio eine Sendung gehört, also dass Künstler arbeiten mit Kindern. Und da hat einer der Künstler gesagt, die Farben, ja, das muss man mischen. Und wie das Wort mischen gehört, habe ich mir gedacht, Farben darf man nie mischen. Die Farben muss man ganz rein verwenden, überhaupt wenn man beginnt. Mischen ist überhaupt schon so ein Wort. Also mischen kann man Teig, aber keine Farben. Wenn man dann Farben miteinander kombiniert, das fordert ja höchste Sensibilität. Also ich glaube, dass man so Kinder an die Sache überhaupt nicht heranführen kann. Und dann haben die ja noch gesagt, die Kinder sind sehr früh sehr kreativ und dann in der Schule, dann wird ihnen das alles abgewöhnt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann kommt der Ich-Knick und diesen Ich-Knick, den habe ich mir Gott sei Dank, mit dem bin ich gut fertig geworden und ich bin mein eigenes Kind. Also ganz wichtig ist, dass man das eigene Kind bleibt auf höchster Ebene. Und so gehe ich an die Malerei heran.